Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 1.8. ist in Deutschland in der Tat ein wichtiger Tag. Wir wissen, dann tritt der Rechtsanspruch für die Kleinen, für die unter Dreijährigen in Kraft. Und damit schließt Deutschland, und ich denke, das sollte man noch mal in besonderer Weise betonen, an den Standard in den meisten OECD-Ländern an, was die Betreuung der Kleinen bedeutet, weil in den meisten OECD-Ländern gibt es diese staatliche Garantie der Betreuung bereits. Und ich denke, das ist ein Meilenstein und den sollten wir auch heute gemeinsam alle miteinander noch einmal würdigen. Es bedeutet vor allen Dingen für junge Eltern einen ganz großen Schritt in Bezug auf die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist das Hauptziel, was wir verfolgen. Und diese Unterstützung ist gerade für junge Frauen besonders wichtig. Wir wissen, es sind gerade die Frauen, die noch immer den Spagat leisten müssen zwischen Kindern und Karriere. Es sind zu 80% Frauen, die in Elternzeit gehen. Es sind zu 80% Frauen. Es sind die Frauen, deren Erwerbsbeteiligung in Deutschland immer noch weit hinter der von Männern liegt. Und es sind also die Mütter, bei denen meistens Beruf und Karriere auf der Strecke bleiben, wenn sie Kinder haben. Wir sind in NRW hier besonders stolz, dass wir die große Aufholjagd geschafft haben nach der miserablen Bilanz, die wir von der Vorgängerregierung übernehmen mussten in diesem Bereich. Nachdem heute, wir haben ja ganz aktuelle Zahlen vom Statistischen Bundesamt, das sind die U3-Ausbauzahlen des Vorjahres, ist NRW unter den führenden Bundesländern mit 10% Platzzuwachs. Im Bundesdurchschnitt waren es nur 6,5%. Aber es kommt noch besser. Im nächsten Kindergartenjahr werden weitere 27.000 Plätze neu zur Verfügung stehen. Insgesamt haben wir dann 145.000 Plätze, die wir als Land gefördert haben. Das, meine Damen und Herren, ist die größte Ausbauleistung, die jemals ein Bundesland in 5 Jahren U3-Ausbau geschafft hat. Und das ist unsere rot-grüne Leistung. Aber es ist nicht nur das Verdienst dieser Regierung. Wir haben einen hohen Anteil daran. Es ist aber die Leistung von ganz vielen Menschen in diesem Lande. Und die müssen wir und wollen wir auch erwähnen. Es sind 100.000 Erzieherinnen und Erzieher, die die Umbauphase gemanagt haben. Es sind tausende Menschen in den Jugendämtern, in den Landesjugendämtern, im Ministerium und nicht zuletzt bei den Trägern. Und nicht zuletzt sind es auch ganz viele Eltern, die zum Teil selbst ihr Know-how und ihre Tatkraft beim Zupacken auf den Baustellen geleistet haben. Und ich möchte mich einfach noch einmal ganz herzlich bei allen denen bedanken, die hierzu beigetragen haben und die dieses Ergebnis miteinander dann erzielt haben. Eine allerdings fehlt bei den Unterstützerinnen dieser Leistung, und das ist die noch Bundesministerin Frau Schröder. Aus Berlin kriegen wir statt Rückenwind vor allem den Gegenwind beim Aufbau der U3-Plätze. Wir stehen alle im Maschinenraum und arbeiten mit Hochdruck, aber Frau Schröder in Berlin, die steht auf der Bremse. Während wir hier in Nordrhein-Westfalen, die Ministerin Schäfer, 3 Krippenkonferenzen organisiert hat, weigert sich Frau Schröder, auch nur einen einzigen Termin hinzubekommen und einen einzigen Termin zu organisieren, wo sie mit den Trägern, den Kommunen und den Eltern zusammensitzt und die Probleme erörtert. Sie steckt nach wie vor den Kopf in den Sand, wenn es darum geht, den Ausbau nach 2013, der notwendig ist, von dem wir wissen, dass er vor allem in den großen Städten da ist, zu organisieren und weiterhin mit Geld aus Berlin zu decken. Und Frau Schröder hat nichts Besseres zu tun, stattdessen den Kommunen und den Trögern große bürokratische Hürden aufzubauen. Sie hat das versucht bei den Fiskalpaktmitteln, die wir als Länder mühsam erstritten haben, und sie macht das jetzt wieder mit neuen bürokratischen Hürden. Nämlich die Antragsfristen für den Abruf der Mittel aus Berlin sind so eng gesteckt, dass es für viele Träger nicht möglich ist, die Mittel dann tatsächlich zu bekommen. Es gibt zu viele Berichtspflichten und vor allem Mittel, die nicht vor Ende des Jahres verbaut werden können, müssen dann an Berlin zurückgezahlt werden. Meine Damen und Herren, wir haben als grüne Fraktion in der letzten oder in der vorletzten Woche eine große Ausschwärmaktion gehabt. Wir sind
in die Einrichtung vor Ort gegangen. Alle 29 Abgeordneten haben 43 Einrichtungen sogar in 37 Städten besucht. Und wir haben uns vor Ort ein Bild davon gemacht, was erreicht wurde, aber natürlich uns auch noch die Problemlagen schildern lassen. Und eines stand ganz oben auf der Tagesordnung. Und das war die Klage darüber, dass in Berlin diese bürokratischen Hürden aufgebaut werden und dass es in Berlin eine Art von Bürokratiefetischismus gibt, statt lebensnahe Lösungen für die Probleme vor Ort. Das war die einhellige Rückmeldung. Und damit treffen wir uns auch mit der Kinder- und Jugendministerkonferenz, die nämlich mit Stimmen aller Bundesländer, sich gegen diesen Bürokratiewahn gerichtet hat. Und es gibt ein zweites, es gibt die Forderung der Kommunen, die einhellig ist, und das hat auch die Bundes- und Jugendministerkonferenz so bekräftigt, der Ausbau bleibt 2013 nicht stehen. Wir brauchen mehr Plätze, vor allen Dingen in den Großstädten, und da muss Frau Schröder in Berlin und muss die Bundesregierung ihren Beitrag leisten. Wir wissen, eine bessere Politik für die Kommunen, für die Kinder wird es mit dieser schwarz-gelben Bundesregierung nicht geben. Da wird es erst einen Regierungswechsel in Berlin brauchen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Frau Kollegin.